Moin! Endlich ist es soweit. Wir haben unseren Fiat Ducato nach dem Wasserschaden abgeholt. Er wurde ordentlich abgestrahlt und er scheint tatsächlich dicht zu sein. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Und für uns geht es jetzt tatsächlich los. Wir können es doch gar nicht richtig glauben. Es soll 4 Monate nach Skandinavien gehen. Und wir sind jetzt schon kurz vor Hamburg, kamen gerade schon in einen Regenguss und standen jetzt hier auf dem Parkplatz, haben nochmals geguckt, ob er dicht ist, aber es sieht echt gut aus. Wir zeigen euch gleich mal, wo das Problem wahrscheinlich lag. Wir sind immer noch vorsichtig mit den Aussagen, aber wir sind guter Dinge jetzt. Das Dumme ist, bei der ganzen Sache ist noch was passiert. Das zeigen wir euch gleich noch. Es kann alles nicht wahr sein, aber es hält uns jetzt nichts mehr auf. Wir fahren jetzt einfach los. Auf geht's! Die Anja kocht gerade für uns. Ich hoffe lecker und ich möchte die Zeit hier kurz nutzen, um euch 3 Dinge zu zeigen. Als erstes, warum das Fahrzeug undicht war. Wahrscheinlich lag es hier oben, da sitzt eine Schweißnaht hinter und die war nicht ganz dicht. Das hat man aber mit dem bloßen Auge kaum gesehen. Dazu hat man die Türscharniere hier noch abgedichtet. Hier sieht man auch überall das Dichtmittel noch. Und wollte jetzt auf Nummer sicher gehen, weil man nicht hundertprozentig sicher war. Diese Schweißnaht vorne war auf jeden Fall ein Problem. Und dann lief ja das Wasser hier unten raus. Im Moment scheint der dicht, wir sind aber noch vorsichtig. Dann möchte ich euch noch eine zweite Sache zeigen. Weil bei vielen Fahrzeugen läuft Wasser in den Motorraum hier rein. Es läuft, weiß nicht, gar nicht hier drüber, es läuft hier zwischen rein. Und bei uns ist es der Scheibenwischermotor. Da sitzt so eine Dichtung aus Stoff irgendwie und das Wasser läuft hier hinten rein und läuft dann auf das ABS-Steuergerät. Das ist ein bekanntes Problem. Deshalb hat Fiat hier einen Deckel entworfen aus Gummi und der wird über das ABS-Steuergerät gesetzt. Und ich habe dazu noch mit Panzerband hier die Stecker abgedichtet. Ja, und dann habe ich mir hier noch ein HT-Rohr gebaut, dass das Wasser, was hier reinläuft, direkt nach rechts rausläuft. So wie das Regenabflussrohr hier. Er ist nicht so ganz schön, aber zumindest läuft jetzt erstmal kein Wasser hier rein. Generell ist das bauartbedingt nicht so ideal hier. Das Dritte, was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist unglaublich. Bei dem ganzen Besprühen des Fahrzeuges ist rausgekommen, dass das Fenster hier an der Dinette undicht ist. Sieht doch echt klasse jetzt aus. Aber das war uns jetzt relativ egal, weil das Problem ist, der Händler hätte uns tatsächlich jetzt das Fenster rausgenommen, neu eingedichtet. Aber er sagte, bei eurer Glückssträhne könnte es passieren, auch dass ein Fenster mal kaputt geht beim Rausdrücken. Und folglich haben wir uns dann für den Fall entschieden, dass wir das nach Norwegen machen. Und dann hatte er vorgeschlagen, dass er das erstmal jetzt abklebt. Und deshalb sieht das jetzt so aus. Aber das ist uns jetzt egal, wir fahren jetzt so. Es ist dicht und das ist ja das Wichtigste. Sieht nicht toll aus, aber egal. So, jetzt gibt's Essen. Wraps gibt's. Na dann, Prost. Ist klar, dass du mein Glas nimmst. Ach so, habe ich da jetzt? Ja, das war voller. Lecker gegessen, die Anja hat super gekocht. Ja, und so einfallsreich. Wir stehen hier irgendwo auf einem einsamen Bauernhof. Das Ding ist total verlassen. Ich kann euch gar nicht sagen, wo wir stehen. Es ist irgendwo so 30 Kilometer von Schleswig. Irgendwo in der Knüste. Aber wirklich voll. Wir sind hier komplett alleine. Und wir sind ja eigentlich nur auf der Durchreise. Und morgen geht es jetzt noch nach Flensburg. Kurz vor der Grenze wollen wir nochmal ordentlich Proviant aufpacken. Weil es ja in Norwegen relativ teuer ist. Ja, und dann brauchen wir noch eine Gaspulle und dann geht es über die Grenze nach Dänemark. So, wollen wir mal schauen. Den Abend lassen wir jetzt locker ausklingen.
Und ich bin noch platt. Ich gehe gleich ins Bett. Dann bis morgen. Bis dann. Haben uns jetzt schon auf den Weg nach Flensburg gemacht. Und das war ganz gut, dass wir gestern noch mal gelesen haben, weil wir wollen ja heute so einen Großeinkauf machen. Und Kartoffeln dürfen nicht nach Norwegen eingeführt werden. Wahrscheinlich hätten wir sonst welche gekauft. Ja, dann gehen wir jetzt mal ordentlich einkaufen. Und eine Gasflasche brauchen wir noch. Fangen jetzt hier an, schon mal ordentlich Proviant ranzuschaffen. Zumindest so Sachen, die haltbar sind. Boah, wir waren jetzt hier einkaufen, aufproviantieren. Insgesamt glaube ich für 250 Euro den Bus pickepacke vollgepackt. Das ist schon ordentlich. Also die Schaps sind alle voll. Ne? Das ist jetzt das, was hier noch rumliegt. Das muss jetzt noch irgendwo verstaut werden. Was kannst du jetzt machen? Na, vielen Dank auch. Das muss alles noch hier irgendwo rein. Ich bin gespannt, wo das noch alles hinkommt. Ey. Aber für 4 Monate kann man sowieso nicht so viel mitnehmen. Also wir werden so oder so, denke ich, in Norwegen einkaufen müssen. Ganz bestimmt. Weil das geht gar nicht, auch von den Haltbarkeiten. Dann schauen wir mal. Auf geht's. Eine frische neue 11-Kilo-Pulle. Wir hatten ja die Überlegung, dass wir nur eine Gasflasche mitnehmen und dann in Norwegen die norwegische Gasflasche da reinmachen. Dann könnten wir die besser tauschen. Wir haben uns aber jetzt dagegen entschieden, wir nehmen 2 normale graue 11-Kilo-Flaschen mit und hoffen, dass es schön warm wird in Norwegen, weil wir brauchen es ja eigentlich nur für Heizung und Kochen. Und dann müsste das hoffentlich auch reichen. Sonst müssen wir frieren. Jetzt geht's gleich nach Dänemark. Ein sehr komisches Gefühl gerade, so zu wissen, jetzt geht's für 4 Monate ins Ausland. Das hatten wir noch nie. Das ist schon ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, ja. Und hat man an alles gedacht und ja, da kreisen einem ja die wildesten Gedanken. Aber hoffen wir mal, dass alles gut geht und vor allen Dingen, dass der Ducato durchhält. Das ist wichtig. 1 Kilometer ist die Grenze. Sind heute hier bis Koldingen gefahren, stehen jetzt in so einem Hafengebiet hier. Ist ganz nett, 25 Euro, direkt am Fjord. Die Anja kocht. Das sieht immer so aus, als wenn du immer kochst. Dem ist nicht so. Und jetzt gleich fahren wir mal weiter. Wir wollen nach Frederikshafen. Da soll es einen tollen Palmenstrand geben. Schauen wir uns mal an. Und ein kleiner Tipp noch. Wir haben gestern die Fähre nach Norwegen gebucht, wer das mal vorhat. Wir haben das über die norwegische Seite gebucht. Also Fjordline nicht .com, sondern Fjordline.no. Und das war tatsächlich 60 Euro billiger. Wir waren ein bisschen überrascht, aber das hat sich gelohnt. Und in 2 Tagen geht unsere Fähre. Ja, aber jetzt noch 2 Stops. Und den letzten Abend verbringen wir dann quasi an der Fähre, bevor es dann rüber geht. Auf geht's! Sind jetzt in Frederikshavn ausgesprochen angekommen, also Frederikshafen. Und hier ist dieser tolle Palmenstrand. Da hinten seht ihr irgendwo im Hintergrund unser Wohnmobil stehen. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir da auch übernachten können. Musik.
ein toller Platz hier. Ist auf jeden Fall mal ein Stopp wert. Ein ganz toller Strand. Und morgen geht unsere Fähre endlich. Da freuen wir uns schon riesig. Und jetzt fahren wir noch nach Skagen, wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Und dann fahren wir noch zu einer großen Düne. Geh du mal schön an die Ostsee Urlaub machen. Ja, mache ich. Ich gehe zur Nordsee. Ich bin da. Ich auch. Ja, hier treffen tatsächlich Nordsee und Ostsee aufeinander. Lecker Hotdog. Ein Dänemark-Urlaub ohne Hotdog. Eine Dänemark-Durchfahrt ohne Hotdog. Geht doch gar nicht. Einmal haben wir jetzt hier Ristet Hotdog und einmal normalen. Ja, den Ristet nehme ich. Ich glaube, der war Ristet. Okay. Ist eine andere Wurst drin. Ah, alles klar. Danke. Dann guten Appetit. Ach so. Sand zwischen den Zähnen, in den Ohren, überall Sand. Aber das war echt eine coole Düne. Also das hat echt Spaß gemacht. Da konnte man ordentlich hochlaufen, hat einen tollen Blick gehabt. Auf jeden Fall lohnenswert. Jetzt geht's für uns zum Hafen. Und zwar in Hirstals. Da suchen wir uns einen Übernachtungsplatz. Sind jetzt in Hirstals angekommen. Und morgen früh geht hier unsere Fähre. Haben uns heute für heute Nacht noch mal einen schönen Campingplatz gegönnt, damit wir edel duschen können. Und dann kommt das nächste Video aus Norwegen. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann abonniert doch unseren Kanal. Und macht's gut. Bis bald. Bis bald. Tschö. Tschö.